Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch 5 einfache und effektive Übungen, um eure Gehirnhälften zu verbinden und so eure kognitive Fähigkeit zu verbessern. Erstens, Jonglieren. Jonglieren erfordert eine hohe Hand-Augen-Koordination und synchronisiert die Bewegungen beider Hände. Diese Aktivität stimuliert sowohl die linke als auch die rechte Gehirnhälfte und verbessert die Verbindungen zwischen ihnen. Zweitens, die Tafeln von Chartres anschauen. Die Tafeln von Chartres, insbesondere das Labyrinth in der Kathedrale von Chartres, werden oft genutzt, um meditative Zustände zu erreichen und die beiden Gehirnhälften zu harmonisieren. Das Betrachten und Nachgehen von Labyrinthen kann eine beruhigende Wirkung haben und die neuronale Verbindungen fördern. Drittens, Binaural Beats hören. Binaural Beats sind eine Audiosignaltechnik, bei der 2 leicht unterschiedliche Frequenzen in jedem Ohr abgespielt werden. Das Gehirn verarbeitet diese unterschiedlichen Töne und erzeugt eine dritte Frequenz, die als Beat wahrgenommen wird. Diese Praxis kann helfen, die Gehirnwellen zu synchronisieren. Viertens, die linke Hand benutzen. Die nicht dominante Hand, zum Beispiel beim Zähneputzen oder das ABC aufschreiben, kann für alltägliche Aufgaben verwendet werden. Stimuliert die weniger dominante Gehirnhälfte. Dies kann das neuronale Netzwerk erweitern und die Verbindung zwischen den Gehirnhälften stärken. Und fünftens, ein Musikinstrument lernen. Das Erlernen eines Musikinstruments, besonders solcher, die beide Hände einbeziehen, zum Beispiel das Klavier oder die Gitarre, fordert die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften. Musizieren erfordert sowohl analytisches Denken, Notenlesen, Timing, als auch kreatives Denken. Diese Methoden sind nicht nur nützlich, um die Zusammenarbeit der Gehirnhälften zu fördern, sondern auch um die allgemeine kognitive Gesundheit und die geistige Flexibilität zu verbinden. Manche dieser Tipps erfordern etwas Übungen. Wenn du zum Beispiel lernen möchtest, wie man die Tafeln von Chartres richtig verwendet, kannst du dieses Video hier angucken.